Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's play Minecraft Höhlenerforschung, beziehungsweise eher Erforschung einer riesigen. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Die Lava können wir aber abschalten, ne? Oder auch nicht. Schon gefährlich. Scheiße. Was ist denn das für ein Scheißstück hier? So, jetzt sinkt sie endlich. Schnell ein paar Lampen hier hinsetzen, dass es viel zu dunkel wird. Aha. Und hier geht es nochmal tiefer. Und hier haben wir den komischen Creeper. Da hängt ein Zombie fest. Das ist so krass hoch. Aber da oben haben wir mal angefangen. Da sehen wir unsere Lampen. Das Wasser hier. Ich möchte eigentlich Diamanten finden. Schon gesagt, ich möchte Diamanten finden. Und wo findet man Diamanten? Ich hoffe hier hinter dem Wasser. Naja, war jetzt nicht so toll hier oben. Es sind so viele Geräusche hier, macht mich nervös. Dass da noch so ein komischer Creeper rumsteht, nervt mich auch. Den ballern wir erstmal aus der Entfernung ab. Genug haben, dann sind es auf jeden Fall Lampen und Kohle und Holz. Das ist nicht unser Problem. Lampen, Laternen wollte ich sagen. Fackeln. Oh, wir haben Gold gefunden. Top. Hier sieht es interessant aus. Das, was er denken kann, können wir auch. Diese kleine Mini-Quelle hier, ne? Die steigen wir erstmal selber aus. Setzen wir ein paar Fackeln hin. Holen wir mal in der Zwischenzeit das Gold hier weg. Bevor die Hacke gleich ganz. Können wir Gold ein? Ne, Gold kommt auch nur einfach raus. Ich glaube, das geht nur für Diamanten und so. Gold aber gerade nicht mehr mitnehmen, das heißt, ich schmeiß mal die Pilze weg. Hier kriegen wir noch ein bisschen Erde. War ich noch gar nicht ganz am Grundgestein angekommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier schon ganz am Grundgestein angekommen sind. Denn mich ärgert ja so ein bisschen, dass wir noch keine Diamanten gefunden haben. Ich glaub's nicht. Ich sage es vor einer Sekunde. Und schon haben wir zumindest einen gefunden oder was. Naja, toll. Da, vielleicht noch mehr. Wir legen erstmal frei rundherum. Uns hier die schönen Diamanten an. So bringt uns das nichts.
können wir keine Diamanten mehr mitnehmen. Und das gleiche Problem, was wir mit Gold gerade eben hatten. Yes, 4 Stück. Werden wir jetzt ja auch mit Diamanten haben. Da ist auch noch Eisen. Okay, und hier geht es wieder irgendwo anders hin. Ist auch schon wieder ein Lavasee oder so. Okay, da kommt ein Skelett, Achtung. Creeper. Hier ist eine ganz gefährliche Gegend. Ganz viel, ganz interessante Gegend hier, aber hier mal ein bisschen mehr wegschaufeln und so. Hier geht es nicht mehr besonders weit, so wie es aussieht. Nehmen wir uns erstmal unsere Diamanten. So, dafür haben wir doch unsere Glückseisenspitzhacke, in der Hoffnung, dass es mehr als 4 gibt. Sind 4 geworden, ne? Schade. Glücksspitzhacke 1 macht ja so gut wie gar keinen Sinn. Die werden wir jetzt mal los und werden dann sehen, dass wir eine mit 3 kriegen. Haben wir dann noch ein bisschen Platz im Inventar? Dann können wir auch erstmal unsere Glückshacke kaputt machen, wenn uns eh kein Glück bringt. Schon sogar voll mit Redstone. Schmeißen wir noch mal ein bisschen Kobbel weg. Cobblestones brauchen wir nicht in der Fülle. Hier fahren wir schon wieder schöne 30 Erfahrungslevel. Ist noch die Frage, ob wir wieder zurückfinden. Und das, was wir alles auf Tasche haben, auch in unsere Truhen einzulagern. Wie viel Redstone ist hier bitte? Schon wieder voll. 64, 64. Nochmal Kobbel wegschmeißen. Eine andere Schlucht oder die gleiche Schlucht. Die Schlucht ist so groß, ich habe Angst, dass wir nie wieder dahin finden, wo wir herkommen. Egal. Okay, was in die Richtung. Uns das nochmal hier ein bisschen größer den Eingang, dass man ein bisschen besser sehen kann. So, ich finde, das fällt auf, ne? So, da kommen wir her, dann geht es jetzt hier wieder weiter. Hier müssen wir erstmal ein bisschen Lava loswerden. Fackel. Da oben steht ein Creeper, ganz heimlich. Und da ist das andere Stück von der Höhle, okay.
okay, dann sind wir da nur im Kreis gelaufen. Den Eingang gerade eben hätte man sparen können. Aber da drüben geht es noch ganz schön weit. Und da geht es auch wieder irgendwo hoch. Ich will hier einfach noch mal ein bisschen uns einen kleinen Gang graben. In der Hoffnung, dass wir nochmal Diamanten finden. 4 Stück haben wir nämlich leider bisher nur. Reicht natürlich für eine neue Diamantspitzhacke, aber für mehr nicht. Hört sich irgendwie nach einem Dungeon oder so an. Ist ziemlich laut hier. Hier ist nix. Hier ist gar nichts zu holen. Koppel haben wir genug. Lava hört man hier noch, also muss irgendwo in der Nähe in den Wänden sein. Aber meine Hoffnung war eigentlich hier nochmal schön Diamanten zu finden. Der Erde. Ist jetzt ein bisschen dunkel hier unten. Ja, das Einzige, was wir finden, ist Redstone. Na toll. Na toll. Redstone brauche ich gerade nicht. Uns mal Eisen gefunden. Aber keine Dias, keine Diamanten. Können wir den Eisen noch mitnehmen? Ja, können wir noch. 37 haben wir bisher. Haben wir jetzt 40, hier ist Grundgestein, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall nicht tiefer gehen, um Diamanten zu finden. Dann sind wir hier schon auf völliger Tiefe angekommen. Ist gefährlich, darunter zu stehen, wenn der Lava auf einmal kommt. Immerhin haben wir schon wieder 31 Level. Können so gut wie gar nichts mehr mitnehmen aktuell. Tut mir echt leid, aber wir finden keine Diamanten. Naja. Diesen Schacht werden wir vielleicht irgendwann nochmal weitermachen. In der Hoffnung, dass wir dann doch nochmal was finden. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, wie wir weiterkommen in der Schlucht. Könnte überlaufen. Macht's aber nicht. Okay. Ein Skelett. Das hat uns gesehen. Genau, und jetzt muss natürlich im passenden Moment. Gott, der schießt einen mal so weit weg. Erstmal schnell was fordern.
Und dann haben wir ja noch ein Schwert. Und wir haben noch ein bisschen Diamantspitzhacke. Ein klein bisschen. Na, Creeper. Was machst du da drüben? Oh. Na, Creeper, was machst du da drüben? Ich weiß nicht, ob das solche blöden Kollegen sind, die dann einfach in die Tiefe springen würden und versuchen, uns zu sprengen. Ich gehe mal hier einfach weiter. Fackel bringt natürlich unter Wasser nichts. Na, ist tatsächlich runtergesprungen, der eine zumindest. So ein paar Gänge und Nebenhöhlen. Und hier haben wir einen riesigen Lavasee. Alter Schwede, ist das groß. Einfach nur noch Lava. Da ist auch noch ein bisschen Gold. Es wird mir aber zu dunkel hier. Geht nicht. Wow, Wahnsinn, wie groß diese Schlucht ist. Ich bin beeindruckt. Nur ein Gold. Na, sein muss. Ja, noch einmal kippen. Noch einmal kippen. Wieder ein bisschen Fackeln setzen. Die Goldquelle sollten wir versiegen lassen. Wir können eh nicht mehr Redstone mitnehmen. Wir haben auch schon ohne Ende Redstone. Das mache ich jetzt nur für die Erfahrung. Irgendwo hier müssten wir noch mal ein bisschen Strip Mining oder so betreiben. Denn es gibt hier bestimmt noch eine Menge Diamanten. Jetzt müssen wir erstmal. Aha. Geil. Holen wir uns noch. Ist es nur einer oder bitte? Nein, es sind mehr. Sehr gut. Wir können auf jeden Fall eine neue Diamantspitzhacke machen, die verzaubern. In der Hoffnung, dass wir Glück kriegen. Und dass wir dann noch ein bisschen mehr Diamanten finden. Schaufel kaputt gegangen. Ich glaube, wir machen uns mal auf den Heimweg. Ich versuche mal wieder nach Hause zu kommen, damit wir ein bisschen Krams loswerden können, den wir so mitschleppen. Wir sind hier auf jeden Fall noch nicht am Ende, aber wo ist der Creeper? Da war er. Dass sie sich immer so blöd verstecken müssen. Na, da haben wir ja schon Diamanten gefunden. Also hier war ein schönes diamantreiches Stück. Und ich denke, auf der Höhe sind wir richtig. Da werden wir mal wieder irgendwann weiter ansetzen und uns ohne Ende Diamanten sichern. Ach, diese Schlucht ist so groß. Hier nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit.
Und da müssten wir dann eigentlich auch noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Oder der Weg nach Hause ist lang genug. Lass das jetzt, nehme ich noch dieses noch mit. So. Hier ist das teilweise ganz schön dunkel. Haben wir gar keine Fackel mehr? Hier ist noch eine. Okay, mehr haben wir nicht. Hier haben wir so einen Weg gebaut, genau. Ich weiß gar nicht, warum wir dieses Wasser hier nicht dicht gemacht haben. Und wieder hoch irgendwie, ne? Wie kommen wir denn am besten hoch? Hier müssen wir nochmal einen weghämmern. Hier müssen wir hoch. Hab den Weg gefunden. Das ist ein weiter Weg. Hier ist, ja, sehr gut. Von draußen Fackeln, aber wir haben gerade keine Fackeln. Das ist ja auch nur Behilfsunterkunft. So, gucken wir nochmal, was uns das an Erfahrung bringt hier. Auf jeden Fall glatten Level wieder mehr, dann können wir hier gleich 60 Eisen reintun zum Schmelzen. Hier auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte mehr, packen wir auch nochmal Eisen rein zum Schmelzen. 120 Eisen oder so, Fleisch. Da können wir jetzt noch ein bisschen Gold reinpacken zum Schmelzen. Wollen wir Gold? Steine, Steine. Bruchstein. Bruchstein. Ich weiß zwar nicht, ob wir. Na gut, 21 immerhin. 8 Diamanten. Na, die brauchen wir gleich noch zum Craften. Und wollen wir auch hoch zum Zaubern. 2 Level haben wir nur. Na gut, wenn wir die Tiere nochmal füttern oder so. Na ja, gucken wir uns mal an. Ja gut, die Öfen werden noch brauchen, bis hier alles geschmolzen ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich würde sagen, das überlege ich mir dann noch, was wir jetzt mitnehmen und was nicht. Warum haben wir eigentlich so einen komischen angebrochenen Dreier-Ding hier? Das muss irgendwie versehen sein. So viel von diesem Stein hier, Granit. Ja, da haben wir mittlerweile auch wieder viel Kies für unsere Wege. Müssten wir dann ja mit hochnehmen. Zauberkrams nehmen wir auch mit hoch. Und Weizen auch, falls wir Tiere füttern. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.